gerade, ich will ein Aufgebrauchs-Video machen. Ich weiß, ziemlich lange her. Es kam auch lange kein Video online. Mich juckt schon wieder dieses Ding da. Ich habe da nämlich einen Monster-Pickel gehabt und das hat höllisch weh getan. Ja, mal abgesehen von dem Riesen-Pickel. Ich hatte einfach keinen Bock, Videos zu drehen. Wirklich keinen Bock. Jo, und abgesehen von den keinen Bock haben, war ich aber ein bisschen mehr aktiv auf meinem Vlog-Kanal. Da könnt ihr gerne in die Infobox gucken, wenn ihr wollt. Ich habe da mehrere Videos in letzter Zeit hochgeladen und heute will ich auch vielleicht wieder eins drehen. Ich nutze nur das aus, dass heute endlich so schön das Licht ist zum Drehen. Ich muss mich auch beeilen, weil es ist schon 12 und die Comic-Messe geht nur bis 4. Und deswegen sollte ich mich mal beeilen. Aber ich will das ausnutzen, dass endlich mal so schön das Licht in meinem Zimmer ist, weil es war schon länger kein Licht mehr in meinem Zimmer. Es war meistens so düster und ich habe ja kein Ringlicht, leider. Noch nicht. Und deswegen, ja. Aber ich finde das so schön jetzt, bis jetzt ist das Licht. Und jetzt nutze ich aus und drehe ein paar Videos vor. Ich muss nämlich die ganze Woche durcharbeiten vor Weihnachten, also ja. Fangen wir auch gleich mal an, damit ich noch mehrere Videos drehen kann und nicht so lang rumlabern muss. Also, als allererste Wattepads, das ist eh voll unspektakulär, so wie die Wattepads, die was mir beide ausgegangen sind. Ich muss mir die unbedingt morgen nachkaufen. Dann habe ich hier diese Einwegwaschlappen aufgebraucht. Kennt ihr eh? Wattestäbchen, die ganz normalen, die haben so lang gehalten. Das war echt arg. Jetzt habe ich welche, mit denen bin ich nicht so zufrieden, aber ja. Dann, das kennt sie eh auswendig, habe ich meinen Make-up-Entferner aufgebraucht. Brauche ich ja eh nicht mehr wirklich viel dazu sagen, kennt sie ja eh. Es ist auch wirklich nicht viel. Ich habe wirklich wenig diesen Monat aufgebraucht, weil ich einfach keinen Bock gehabt habe. Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Durch das diese ganze Kacke da mit dem Notar und mit dem ganzen Scheiß. Ja. Also wenn ihr darüber ein bisschen mehr wissen wollt, ich glaube, so viel rede ich gar nicht auf einem anderen Kanal drüber, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, aber ja, sonst sprengt das jetzt den Rahmen, wenn ich da in dem Video drüber laber. Ja, dann habe ich nochmal Wattepads aufgebraucht. Ich mache mal weiter. Dann habe ich aufgebraucht meine Pio Camille Reinigungstücher. Brauche ich jedes Mal auf. Dann die von Actionmark, wo ich zigtausend Backups habe, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Dann, das finde ich so gut, das war ein Kaffee-Kokos-Peeling von Balea. Ich habe euch das, glaube ich, auch gar nicht gezeigt. Ich muss mir das unbedingt nachkaufen, weil das riecht noch immer und das roch so geil. Und der Peeling-Effekt war mega. Ich habe jetzt noch ein anderes. Ich glaube, Kaffee-Mandel habe ich jetzt noch. Aber das will ich mir unbedingt nachkaufen. Ich finde die Verpackung auch so cool. Besonders jetzt mit meiner Kaffeephase passt das eh perfekt. Dann habe ich einen Badezusatz aufgebraucht von Trestle Moon oder Trackle Moon, wie auch immer. Diesen Cinnamon, Warm Cinnamon Nights. Ja, mag ich auch, wisst ihr ja eh. Dann, das habe ich aber als Seife zwecksfremd, weil ich mochte das Duschgel überhaupt nicht. Ich habe es versucht als Badezusatz aufzubrauchen und auch als Duschgel, aber das ging überhaupt nicht. Ich mochte den Duft auf meiner Haut einfach nicht. Jo. Jo, ich mit meinem Jo. Deswegen, also in der Verpackung mochte ich den Duft, aber auf meiner Haut wieder war das eine Katastrophe. Also habe ich es als Seife verwendet und das ging. Ja, das mache ich ja meistens, das wisst ihr ja eh. Dann habe ich aufgebraucht mein Trockenshampoo. Kennt sie auch auswendig, habe ich noch zigtausend Backups, Gott sei Dank. Gott sei Dank, sage ich nur. Ja, dann habe ich diese Porenfein, so ähnlich wie am Bullen sind das. Das ist so ein Serum von Schebens. Ich fand es nicht schlecht, aber ich würde es mir dabei nicht nachkaufen, weil ich habe diesen Adventkalender, den ihr da hinten seht, den seht ihr dann gleich in einem Haul dann, wenn ich, also müsst ihr ein bisschen warten natürlich, aber den werde ich euch in einem Haul genauer zeigen, den habe ich nämlich von Marionneau und deswegen werde ich mir die dabei nicht nachkaufen. Es gibt noch andere, es gibt noch Hydra und Beauty heißen die anderen, glaube ich. Die finde ich wirklich interessant. Wenn ich nicht so viel hätte, würde ich mir die nachkaufen. Ich habe jetzt dabei genug Sachen für mein Gesicht zum Aufbrauchen. Dann habe ich von Mutante schon jetzt diese Very Berry Mud Mask aufgebraucht. Ich weiß nicht, es ist noch immer eine Hassliebe zwischen der und mir, also ich weiß nicht. Dann habe ich von Lush was aufgebraucht. Oh, es riecht sogar noch danach. Oh mein Gott. Das ist die Dragon's Egg Badebombe. Ja, die hatte ich schon so lange. Ich habe die wirklich lange gehabt, weil ich die nicht aufbrauchen wollte. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du sie schon so lange aufgehoben, jetzt brauchst du sie auf. Ich habe davor noch ein Instagram-Ding gemacht, also ein Video, wo ich die benutze. Jo.
Jetzt schneit's wieder oder bilde ich mir das ein? Bitte nicht. die war wirklich gut. Die mochte ich sehr, sehr gern. Also ich mag diese sowieso gern. Also die Badebomben. Jetzt hatte ich gerade einen Hänger. So, dann habe ich aufgebraucht von Clarins. Ich mag die Marke immer mehr. Diese Probe, die ich da hatte, eine habe ich jetzt noch, dann habe ich keine mehr. Und ich habe mir vor kurzem diesen Tester hier genommen von der Arbeit. Das ist dieser Energy Booster. Mildert Spuren von Müdigkeit, belebt die Ausstrahlung. Das braucht meine Haut auf jeden Fall, weil die schaut in letzter Zeit extrem scheiße aus. Und das Grüne habe ich ja auch noch in Original, das ist dieses Detox. Ja, eine Probe habe ich davon noch. Ich finde die Proben halt total beschissen. Sie hätten das anders machen sollen. Weil wenn man das benutzt, dann kommt da viel zu viel Produkt raus, obwohl man mit der Probe eigentlich länger auskommen würde. Aber ja, wem will man das wohl erklären? Dann Balea-Maske, diese Lavendel. Ich mag sie überhaupt nicht mehr, aber ich habe noch ein paar Backups, die ich noch leer machen muss. Und einmal die Melone-Maske. Die hat bei mir eine Anwendung nicht gereicht. Ich musste beide Anwendungen für einmal verwenden, weil da viel zu wenig drin war, komischerweise. Das hatte ich schon mal bei einer Melone-Maske. Aber ich mag den Duft von der. Leider gibt es sie ja nicht mehr. Aber das ist ja bei Balea typisch. Dann habe ich ein paar Proben leer gemacht. Das war dieses Rich Moisture Serum. Serum? Das Serum von dieser Marke da. Das bringt euch überhaupt nichts. Ich weiß, auch mein Gesicht juckt so. Ich mag das sehr, sehr gern. Nur weiß ich nicht, woher man das bekommt. Weil ich habe das ja von der BW bekommen. Sie schenkt mir immer diese Proben, die sie nicht braucht. Oder nicht haben will. Und ich finde das richtig, richtig gut. Das muss ich mir eher aufheben, weil das war wirklich, wirklich gut. Dann habe ich hier noch eine Probe. Das sind diese Tücher von Yves Rocher. Von den Tender Jasmin aufbraucht. Das ist einer meiner Lieblingsdüfte. Und wenn wir schon davon reden, kann ich ihn euch gleich auch zeigen. Der ist leer. Leider. Ich habe die Probe leer gemacht und auch den großen Duft leer gemacht. Und ich wollte den gar nicht aufbrauchen. Ich liebe diesen Duft. Der passt natürlich jetzt nicht im Winter. Also ich habe ihn jetzt im Herbst benutzt, da hat er jetzt nicht so passt. Aber ich liebe den. Den kaufe ich mir auf jeden Fall nach. Beziehungsweise ich habe noch Punkte von Yves Rocher. Man kann ja immer, wenn man die Blüten einlöst, kann man ja da immer einen Duft oder irgendwas anderes sich aussuchen. Und ich werde mir den wieder holen. So, ich werde mir den auf jeden Fall holen, egal ob ich viel habe oder nicht, aber ich werde mir den nochmal holen, weil das ist mein Lieblingsduft. Und wehe, der geht aus dem Sortiment. So, dann von Balea habe ich ein Duschgel leer gemacht, von, also es heißt Sweet Smoothie, das war damals diese Zuckerschnute, da oben habt ihr das eh stehen. Ich habe das so geliebt, ich liebe es noch immer. Ich habe auch jetzt das Deo leer gemacht, das seht ihr aber erst im nächsten aufgebrauchten Video. Ich habe wieder ein bisschen geschummelt und habe ein bisschen weiter gesammelt, weil sonst hätte ich euch fast gar nichts gezeigt. Ja, und das ist eben in der Zeit leer worden, wo ich ein bisschen überzogen habe. Ich weiß, das ist voll schummeln, aber ich habe sowieso noch kein Video gedreht und deswegen habe ich mir gedacht, sammle ich noch weiter, bis ich dazu komme, Videos zu drehen. Ja, das ist leer. Dann habe ich leer eine Seife und die mochte ich überhaupt nicht. Die war ja wirklich widerlich, war froh, dass sie leer ist. Die habe ich aufgebraucht. Das ist diese griechische Joghurt und Honig, also diese Seife. Aber die war vom Duft her überhaupt nicht meins, also ich kann es nicht empfehlen. Also wer solche cremigen Düfte mag, okay, aber ich mochte es überhaupt nicht. Da habe ich eine Tuchmaske aufgebraucht, das war die einzige diesen Monat. Und die fand ich echt gut, obwohl der Duft war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weiß ja, ihr seht ja, da ist eine Tomate drauf. Aber die Wirkung war okay, nur das Problem war irgendwie, dass wegen dem Geruch hat das irgendwie in meinem Augenbrand. Und deswegen, ich habe jetzt noch eine von der Tomate, glaube ich. Aber ich mag die Tony Moly Masken, die sind wirklich gut. Kann da nicht wirklich viel Negatives sagen. Sorry. Immer auf lautlos drin. So, dann habe ich noch einen Badezusatz aufgebraucht, den kennt ihr ja eh, da hatte ich ja mal einen Duschschaum davon. Gibt es sogar heuer wieder, nur haben die ein bisschen die Verpackung geändert. Ich glaube, die ist jetzt rosa. Würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Aber ich muss jetzt noch schauen, was ich noch alles aufbrauchen kann. Dann habe ich leer so ein... Oh, das war für mich war das ein Riesenglubert. Ich habe mir das nämlich gekauft, weil die Kollegin das unbedingt probieren wollte. Ich weiß nicht, ob sie ihre jetzt schon probiert hat. Das waren so goldene Pads. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die in ein Haul herzeigt habe. Das dürfte mich jetzt nicht fragen. So sieht die Verpackung auf jeden Fall aus. Ich habe die auch länger oben lassen, als da jetzt drauf stand, glaube ich. Ich mochte die nicht. Die sind weggerutscht von meinem Auge.
Und das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache, wenn das wegrutscht. Also ich habe das oben gehabt und man hat richtig gespürt, wie das so richtig locker nach unten gerutscht ist. Aber nur innen beim Auge, außerhalb nicht. Und deswegen, ich weiß nicht, ich würde die mir nicht nochmal nachkaufen. Ich finde 3 Euro, also sie kosten so circa 3,50 Euro oder so. Und ich finde das sehr, sehr teuer, für das, dass sie nicht mal am Auge kleben bleiben. Also würde ich mir die nicht nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht einen Duschschaum. Der sieht so aus, ist auch von Balea. Der war auch gut. Der war mega gut. Aber ich glaube, die gibt es alle nicht mehr. Das war nämlich der Vanilla Cream Duschschaum. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Oder? Ich weiß nicht. Ich würde mir die von Balea auf jeden Fall nachkaufen. Ich habe jetzt leider die meisten jetzt noch von Bibi zu Hause. Ich glaube, es ist nicht wirklich zu groß. ja. Aber ich würde mir eher die von Balea nachkaufen. Jetzt habe ich auch irgendeinen. Mir fällt aber... Ja, Kneipp habe ich, glaube ich, jetzt. Der ist auch nicht schlecht. Dann habe ich eine Probeleer gemacht von einer Haarkur oder Haarmaske von Garnier. Die war nicht schlecht. Die hat das Haar auch wirklich schön weich gemacht und so. Also die war wirklich nicht schlecht. Aber ich glaube, ich würde es mir nicht nachkaufen, weil ich mag kein Garnier. Aber das muss ich mir noch überlegen, ob ich es jetzt mag oder nicht. Bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe da die Ampullen noch drin. Ich glaube, ich werde gar keine Ampullen mehr sammeln. Ich habe da ganz viele Ampullen drin und ich habe Angst, dass sie kaputt werden. So, dann habe ich eine Probe von L'Oreal aufgebraucht. Das war diese Maske hier. Die war okay. Aber sie war okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, das Hautgefühl war zwar gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es mir nachkaufen würde. Ich mag diese großen Masken nicht und ich habe ja eh genug noch von Freeman und so, also würde ich mir die eher nicht nachkaufen. Dann habe ich ein kleines Reinigungsgel aufgebraucht von Yves Rocher, das mochte ich sehr gerne, das ging aber urschnell leer. Wirklich sehr, sehr schnell leer. Deswegen, ich glaube, ich würde es mir dabei nicht nachkaufen, weil ich noch andere Sachen habe, die ich aufbrauchen muss, aber es war nicht schlecht. Das hatte ich ja früher mal, glaube ich. Jetzt kriege ich wieder Schluck auf. Und ich habe... Ja, weg ist es. War ja klar. Und ich habe ja das Gesichtswasser auch. Nicht das Gesichtswasser, das Micellenwasser. Und das finde ich gut, aber das gibt es nicht mehr in groß. Also musste ich wechseln. Aber das finde ich wirklich gut. Nur habe ich halt zu viel Jumper in letzter Zeit. Dann habe ich aufgebraucht eine Probe. Irgendwie biegt da alles da drin. Ich glaube, ich brauche ein neues Sackerl. Also eine neue Tüte, wo ich meine aufgebrauchten Sachen sammeln kann. Ja, eine L'Oreal-Probe habe ich aufgebraucht, aber nur fürs Dekolleté. Ich bin so ein cremefaul, was das Dekolleté betrifft, weil ich habe eigentlich eine von Yves Rocher offen, die ich eigentlich benutzen sollte und ja. Und deswegen, ich habe gesehen, dass ich die noch habe und habe sie halt für Dekolleté verwendet. Weil meistens, wenn ich habe so viel Produkt meistens auf den Händen, dass ich das noch zusätzlich fürs Dekolleté verwende. Deswegen benutze ich die von Yves Rocher dabei nicht. Dann habe ich noch eine Probe aufgebraucht. Ich habe halt versucht, so Serumproben aufzubrauchen. Aber ich glaube, das war was anderes, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das auf jeden Fall aufgebraucht. Auch wieder von der Vivi, also weiß ich nicht. Ich habe vergessen, für was das genau war, aber ich glaube, es war so eine Art... Serum, ich glaube es, ich hoffe es, ich habe es als Serum verwendet, also hoffe ich es. Ich finde die Proben nicht schlecht, da habe ich noch mehrere davon, deswegen finde ich die Proben wirklich nicht schlecht. Und ich habe da irgendwie roten Lippenstift auf meinen Daumen bekommen, wie geht das? Wegen meinen Ampullen-Adventkalender habe ich jetzt ein paar aufgehoben, aber ich glaube, ich werde das nicht mehr machen und werde die einfach weghauen. Oder ich werde nur Fotos davon machen und sie euch dann einblenden. Was aber auch blöd ist, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich finde das irgendwie... Ich habe auch schon eine kaputt gemacht, weil ich habe sehr viele, aber ich habe in letzter Zeit keine mehr verwendet. Und ich habe wirklich viele von diesen kleinen Ampullen. Überall fliegen da Haare rum. Ich habe diese Super-Kollagen gehabt, man sieht das auch überhaupt nicht. Dann die Oxygen Lift. Man sieht das überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. Dann habe ich einmal die Hyaluron ACE. Und einmal die Rich Caviar. Und die Rich Caviar finde ich echt gut. Ich weiß nicht, ob ich die noch weiterhin aufheben soll, wenn ich... Also um sie euch in einem Video zu zeigen. Vielleicht kriege ich irgendwo so ein kleines Sackerl her, wo ich die dann drin sammeln kann. Das wäre, glaube ich, besser. Ich lasse sie jetzt nämlich schon trocknen, wenn ich sie verwende, weil ja noch ein bisschen Flüssigkeit drinnen ist. Und deswegen lasse ich sie trocknen, damit ich sie dann erst in die Aufgebrauchtüte werfe. Aber ich glaube, wenn ich die nächsten alle sammle, werden das viel werden. Aber mal gucken, ich muss ja nicht alle gleich aufbrauchen. Mal schauen. Dann habe ich eine Probe aufgebraucht von Chanel. Die sieht so aus. Die habe ich bekommen.
Da war ich ganz stolz drauf. Ich habe da ein Serum drinnen gehabt und eine Augencreme. Beides war gut, aber bei der Augencreme habe ich mal geschaut bei dem Preis und mich hat der Schlag getroffen. Also ich würde die mir auf gar keinen Fall nachkaufen, die ist mir zu teuer, obwohl sie gut war. Dann habe ich noch ein kleines Serum von Clinique aufgebraucht und das war das erste Produkt von Clinique, was mir... Nein, das ist nicht ganz wahr. Ich habe noch ein Clinique von Produkt, was ich mag. Was ist heute los? Ja. So sieht das aus. Das ist dieses rosane Serum. Ich würde es mir auch nachkaufen, aber ich habe noch zurzeit viel zum Leermachen. Deswegen... Ich habe das Gefühl, die ganze Zeit, ich habe irgendwo Lippenstift kleben. Deswegen würde ich mir das jetzt nicht nachkaufen. Ich würde erst meine ganzen Serum aufbrauchen und dann das mir wieder nachkaufen, wenn ich dann mal keins habe. Dann habe ich von Clinique auch noch eine Augencreme leer gemacht. Das war diese Pepstart. Boah, die ist eklig. Die mochte ich sehr, sehr gern. Und wenn ich nicht noch so viel Augencreme hätte, würde ich mir die auch nachkaufen. So sieht die aus. Ich meine, ich habe sie aufgeschnitten. Ihr seht das. Es ist eh selten. Ihr habt es beim Serum ja auch gesehen. Habe ich es auch aufgeschnitten. Sonst schneide ich nämlich nie Produkte auf, weil ich das nicht so mag. Ich weiß auch nicht warum, aber ich hasse sowieso Tuben. Ich mag das nicht. Wenn Produkte so in Tuben sind, kann ich das nicht leiden. Aber die war gut und die würde ich mir trotz Tube nachkaufen. Aber ich muss erstmal meine anderen Augencremes aufbrauchen, weil ich habe noch ganz viele. Dann habe ich ein Augenbrauengel aufgebraucht von Miss Lean. Das kennt sie, das benutze ich sehr, sehr gern. Da ist noch ein ganz kleiner Rest drinnen, aber ich habe grüne Augenbrauen davon bekommen. Kolleginnen haben mich darauf angesprochen, sag mal, du hast grüne Augenbrauen, wieso? Das war davon, weil das schon so abgeranzt ist und schon so viel Farbe von dem Produkt aufgenommen habe, wenn ich das drüber gemacht habe, dass ich es jetzt als aufgebraucht zähle. Aber ich habe mir ja da ganz viele Backups gekauft, weil wir hatten ja einen Gutschein. Und da habe ich mir sehr viele Backups von den Augenbrauen gekauft. Ich würde kein anderes mehr kaufen. Und wenn die das auflassen, kriegen die so eine fette E-Mail, das kann sich keiner vorstellen. Also, als nächstes habe ich ein MAC-Make-up aufgebraucht. Ich weiß, da sind noch Reste drin, aber ich habe überhaupt keinen Bock, das Ding aufzuschneiden oder es noch weiterhin zu benutzen. Weil das hier fand ich schrecklich. Das war dieses Studio Sculpt Make-up von MAC. Ich habe bis jetzt noch kein Make-up gefunden von MAC, das mir gefällt, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe irgendwo noch eine Probe, ich weiß noch nicht, wo sie ist, von einem Make-up von MAC, das ich noch benutzen will. Ja, weil das war überhaupt nicht gut. Ich hatte das auch urlange. Ich habe auf Instagram nachgeschaut, da habe ich das irgendwann einmal mit dem grünen Kajal von MAC und das war sehr, sehr lange her. Vielleicht lag es auch daran, aber es war noch gut. Also es war 24 Monate haltbar nach dem Öffnen. Ja, nachkaufen würde ich es mir auf gar keinen Fall. Ich bin kein Fan von MAC Make-ups. Überhaupt nicht. Ich weiß, es klingt komisch, wenn ich das sage, aber es ist so. Ich hätte gern eins, was mir gefällt, aber das war auf gar keinen Fall eins, was ich gut fand. Überhaupt nicht. Ich fand die Tube kacke. Die Farbe war okay, aber ich musste es mit noch einem Make-up mischen. Ihr seht, es wäre mir viel zu dunkel. Seht ihr das? Es ist viel zu dunkel gewesen. Obwohl das NC15, naja, ich brauche ja kein NC, sondern NW15, also war das zu dunkel. Und was mich noch gestört hat, war die Textur. Also die Konsistenz von dem war viel, viel, viel zu dickflüssig. Deswegen musste ich es dauernd mit dem hier mischen da. Das war von Love, so ein Produkt, dazu komme ich gleich. Und mit dem Lancôme Make-up. Dann hat es funktioniert, aber so einzeln. Ich habe immer ausgeschaut, wenn ich das alleine auftragen habe. Ich habe es so schlimm ausgeschaut. Deswegen habe ich es eben mit dem von Love gemischt und ich wollte mir das nachkaufen. Ich habe gesehen, beim DM geht auch Love raus und das finde ich echt schade. Wortkurze, weil ich mag das Produkt. Ich mag es wirklich und ich werde noch versuchen, das irgendwo herzubekommen, weil dort war es leider ausverkauft, sonst hätte ich es mir mitgenommen. Das ist von Love, diese Love Glow Highlighting Drops. Die waren wirklich gut. Also für ins Make-up mischen, damit da war das Finish voll schön von Make-up. Also leider gibt es das nicht mehr. Zumindest beim DM nicht mehr. Aber ich werde mal gucken, ob ich das noch irgendwo erwische, weil ich habe noch zwei oder so Highlighter, die ich noch leer machen kann. Also was ich ins Make-up mischen kann. Dann habe ich mein Lippenöl aufgebraucht. Das war ja dieses von Gauche, glaube ich. Ja. Jetzt gibt es ja auch bei manchen Müller-Filialen gibt es auch Gauche. Aber die haben dieses Lippenöl auflassen. Ich könnte auszucken. Die haben das ernsthaft auflassen. Ich verstehe sowas nicht. Ich mag den Duft ja davon. Und ich mochte das einfach. Das war das Gelbe von denen. Jetzt gibt es nur noch das Pinke und das Orangene, glaube ich. Ja. Aber ich finde es gut. Ich würde es mir auch nochmal nachkaufen, halt in einer anderen Farbe. Ich glaube, beide, also alle machen dasselbe. Warum sie gerade das Gelbe auflassen haben, weiß ich nicht. Aber ja, das mochte ich wirklich gern und
Ich habe jetzt eh noch andere, ich zeige euch die schnell. Ich habe jetzt das da von einer Freundin bekommen, von der Vivi. Da sind so Blüten drinnen, sieht man das? So sieht man es, glaube ich. Da sind Blüten drinnen und es fehlt schon ein bisschen was. Weil ich das täglich verwende. Weil man da nur ganz wenig braucht. Upsi. Also wenn ich so knallige Farben trage, trage ich meistens das vorher auf. Und wenn ich will, dass es ein bisschen länger oben bleibt, benutze ich das von Clairol. Und das habe ich ja bei einem Wettbewerb mal, nicht Wettbewerb, Gewinnspiel gewonnen. Ja, und das finde ich echt gut. Das finde ich wirklich gut. Nur der Applikator ist für mich irgendwie ein bisschen zu groß, aber ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Das ist aber auch gut. Und das war aber von allen mein Liebling. Und ich glaube, weil ja das gibt es ja nicht mehr. Das war ja limitiert von P2, weil das finde ich auch nicht schlecht. Aber wenn, würde ich mir auf jeden Fall das nachkaufen. Aber ich habe jetzt eh noch genug und deswegen kaufe ich erstmal nichts nach. Weil ich habe eh so viel Scheiße und müsste das mal aufbrauchen. Dass ich das mal sage, oder? Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich muss jetzt noch schauen, dass ich schnell noch Videos drehe, weil es ist schon 12:30, verflucht nochmal. Und ich muss dann noch mit dem Spookinator, der da hinten gammelt. Und ich will dann noch auf die Comic-Messe, weil ich brauche noch Mangas unbedingt. Ja, also ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es relativ kurz war. Zumindest empfinde ich das so, als wäre das Video kurz. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!